Begrüßen wir Ken, nicht den. Unser Hauptcharakter macht einen lappenhaften ersten Eindruck, eifert seinem Schwarm nach und will deshalb auch nach Korea, um dort Polizist zu werden. Allerdings kommt es oft anders, als man denkt. Ken ist zwar nun in Korea, aber arbeitslos und den ganzen Tag nur am Gammeln. Durch einen Zwischenfall während einer Mahlzeit zeigt Ken, dass er ein Gott des Kampfes ist und so soll er Anführer einer Gang werden. Eine abgedrehte Story mit einem tollen Hin- und Her-Geswitche von Comedy bis hin zu Action. Ein planloser Hauptcharakter, der zu einer ehrfürchtigen Person werden soll und ein Ziel, das mit allen Mitteln erreicht werden will. Wenn ihr auf deftigen Humor, richtig gute Zeichnungen sowie Kämpfe steht und euch The Breaker schon begeistern konnte, werdet ihr Sun Ken Rock lieben. Am Ende regiert der Wahnsinn.